Hallo, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dear Wars. Ich hätte fast Craft Attack gesagt, aber es ist Dear Wars. Immer noch, wir sind wieder hier. Wir sind wieder am Start. Heute, nach der letzten Folge, die, by the way, sehr, sehr, sehr XXL war. Das war eine sehr lange Folge, aber es gab auch viel zu tun. Es gab viele neue Dinge und so, die wir zeigen mussten. Wir sind natürlich wieder auf Twitch mit unseren Twitch-Menschen. Schaut da sehr gerne vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und heute, wir machen die ganze übrigens Jump'n'Run-Dinger immer mal wieder im Stream ab und zu. Das seht ihr auf YouTube eigentlich nicht, außer ich stelle irgendwann einen Rekord auf. Aber wir haben jetzt unseren neuen Personal-Best-Rekord aufgestellt. Das war sehr geil, aber jetzt kümmern wir uns um was Produktives, und zwar um Farmen. Denn, wie schon gesagt, das nächste User-Voting steht vor der Tür, wo ihr wieder abstimmen könnt, welches Team in manchen Sachen besser abgeschnitten hat. Es gibt 6 Kategorien für das nächste Voting, und die sind einmal das Video, bei dem die Sachen präsentiert werden, der Umfang, kein Plan, was der Umfang ist, Details und Deko, Farmen, Sicherheit und Funktion und das Gesamtkonzept. Und für jede Kategorie gibt es 5000 Dias. Allerdings gibt es für eine Kategorie, also die Dias werden immer prozentual aufgeteilt, für eine Kategorie gibt es aber für ein Team alle Dias, wenn die Differenz dort am höchsten ist. Ich hoffe, das versteht man. Also wenn wir in einer Kategorie viel mehr Votes haben als die Gegner, dann kriegen wir dort alle Dias. Und deswegen sollten wir uns auf eine Sache spezialisieren und fokussieren und den Rest mit dazu machen, damit wir im besten Fall halt überall 50-50 haben, aber bei dem einen Ding komplett abreißen, wie das letzte Mal bei der Größe der Burg. Weil da haben wir auch sehr eindeutig gewonnen, aber halt nicht alle Punkte bekommen. Diesmal bekommen wir alle Punkte dafür. Heißt, wir konzentrieren uns auf Farmen, weil wir schon sehr viele Farmen haben. Wir haben gerade mal durchgezählt. Wir haben jetzt schon 14 Farmen oder so. Wir haben eine Slime-Farm, eine Creeper-Farm, eine Honig-Farm, eine Spinnen-Farm, eine Skelett-Farm, eine Zombie-Farm, eine Sugarcane-Farm, eine Raid-Farm, eine Moos-Farm, eine Baum-Farm, eine Wolle-Farm, eine automatische Potion-Brew-Anlage, eine Netherwarzen-Farm, eine Weizen-Farm, eine Kakteen-Farm, eine Schildkröten-Farm. Wir haben schon so viel Stuff. Es ist unimaginable. Die Gegner können da gar nicht rankommen. Und deswegen bauen wir den Vorsprung nochmal ein bisschen weiter aus und kümmern uns heute um eine Bamboo-Farm, die wir mit der Kakteen-Farm von Urutox kombinieren können. Die ist nämlich auch schon fertig. Und mit der wollen wir dann eben eine XP-Farm bauen. Also das zählt theoretisch auch noch mit dazu, bei dem wir eben mit Bamboo Kakteen schmelzen und die Kakteen speichern ihre XP in den Öfen. A la Try und ja, dann können wir dort immer unsere Tools und sowas reparieren. Es gibt noch eine Menge andere Sachen, die so auf dem Plan stehen, die ich gerne bauen würde. An sich würde ich richtig, richtig gerne eine Overworld Piglin XP Farm bauen, unter der Erde, aber dafür brauchen wir halt incredible viel Obsidian. Würde sich aber maybe trotzdem sehr krass lohnen. Bin ich mir nur noch nicht so ganz sicher, ob wir das halt, also ob wir das machen oder ob das nicht zu viel Aufwand ist und wir lieber irgendwelche anderen Farmen machen. Aber das hier ist unsere Kakteen Farm, die geht runter bis zu Bedrock. Absolut ridiculous. Es kommt so viel Zeug dabei rum. Und da wollen wir jetzt eben eine Bamboo-Farm machen. Also einfach nur Flying Machines, die das Zeug abernten und dann eben in Öfen als Brennstoff immer wieder reinpacken. Das verbinden mit einer Glock, damit das immer wieder richtig abgeerntet wird. Und dann soll das, glaube ich, hoffentlich alles passen. Das heißt, wir gehen hier runter. Wir heben uns hier einen Platz aus. Hier kommen die Kakteen an. Das heißt, wir können auch in die Richtung hier unsere Farm machen, I guess. Damit wir das eben cool damit verbinden können. Es wäre natürlich ganz nice, wenn die irgendwo bei uns in der Base wäre, aber wir haben das hier schon an einem Platz, deswegen, ja, machen wir das so zusammen und bauen jetzt eine Bamboo-Farm. Und dafür heben wir erstmal ein bisschen Platz aus. Wir haben unseren Raum, das ist sehr, sehr schön. Der chillt jetzt genau hier drunter, den können wir später noch ein bisschen größer machen, wenn wir ihn brauchen. Die Fläche hier, die kommt noch weg. Da kommt unsere Dirt-Fläche hin, wo der Bambus wächst. Gerade geguckt, wie das heißt. Also der wächst praktisch einfach hier, wächst dann nach oben. Da brauchen wir genug Lichtquellen, damit das funktioniert. Ich glaube, Light Level 13 oder so brauchen die, oder 8. An der Spitze, also auf dem Block, wo er als nächstes wachsen würde. Ganz kompliziert, aber irgendwie so eine Art. Und dann machen wir hier unsere Flying Machine hin, die dann hier back and forth fliegt die ganze Zeit. Und unten drunter haben wir Minecarts, die das ganze Ding einsammeln, mit Hoppern, die das dann hier rüberbringen und auf die Öfen verteilen. Oder halt die Öfen von links nach rechts irgendwie befüllen. So, am besten, dass es sich halt komplett anstaut. Das heißt, den ganzen Stuff können wir jetzt ditchen, weil ich habe mit Silk Touch abgebaut und mit dem ganzen Deep Silk können wir nichts anfangen. Also kommt das alles weg und wir holen uns die ganzen Sachen, die wir jetzt brauchen, um... Keine Rakete dabei. Ich bin stuck hier unten. Max! Max! Desaströs. Zum Glück über einen kleinen Geheimweg auf geheimer Mission waren wir unterwegs. Und jetzt brauchen wir 2 Sticky Boys
zwei Observer und Steinblöcke. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Zumindest für unsere Flying Machines. Dann brauchen wir noch ein bisschen was für die Mechanisms, die unsere Sachen links, rechts bouncen lassen. Das wird auch ganz wild. Das wollen wir halt jetzt gerade eigentlich nicht, aber da können wir jeden Block nehmen. Das muss kein Glas sein, theoretisch. Und dann, ja, craften wir uns ganz kurz dicke Pistons und Observer, weil wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Not a single redstone to be found in our base. Dank Urutox, dank Max, haben wir unser Zeug. Können jetzt theoretisch, glaube ich, über die Slime-Farm sogar nach unten gehen, zur Bamboo-Farm. Also wir können einfach hier rüber. Da sind wir auch gerade bei dir rausgekommen. Also hier geht's zur Slime-Farm runter. Und ich denke, oh Gott, das war ein bisschen spooky. Genau, hier war irgendwo ein Weg, den wir gerade rausgekommen sind. Ich glaube, der hier. Ja, perfekt. Und da kommen wir dann in der Kaktusfarm raus. Und hier oben sind wir dann wieder bei uns. Das ist ein Träumchen. Ah, wir haben sogar wieder Raketen. Also eigentlich sogar all good. Machen wir das hier. Bauen die Dinge ab und dann können wir gleich mal gucken, ob wir unsere Flying Machine richtig aufgebaut bekommen. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, praktisch einfach zwei Pistons. Wir holen uns mal ein bisschen mehr Stone ganz kurz. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen was zum Bauen, als auch für unsere Flying Machine generell. Normal würde ich da Glas benutzen, aber man sieht es eh nicht, deswegen glaube ich voll egal. Flying Machine kommt später hier hin. Und zwar mit zwei Pistons, die so gesehen ineinander zeigen. Also das heißt, ein Piston hier hin, ein Piston hier hin. Dann haben wir Slime. Vier Stück hier dran, vier Stück hier dran. Am Ende kommt jetzt einfach nur irgendeine Kappe, die wäre dann wie gesagt aus Glas oder so. Aber ist basically egal. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob das Ding andersrum müsste oder ob es egal ist. Aber ich glaube, es ist eigentlich egal. Dann kommt hier ein Observer, der allerdings andersrum stehen sollte. Haben wir den ganz kurz hier hin. So, den Observer machen wir. Nee, er stand richtig, ne? Stand er richtig? Ja doch, er stand richtig. So, Observer hier, die gucken dann nach unten und würden jetzt gleich, wir machen mal ganz kurz so. Perfekt, Signal ausgeben. Jetzt ist sie halt gleich stuck, das war nicht ganz so gut, eigentlich muss sie in die andere Richtung. Und wir müssten sie jetzt dann halt gleich, warte, wir lösen sie mal ganz kurz los hiervon. Von den ganzen Sachen. Sonst bleibt sie hängen. There we go, sieht glaube ich sehr gut aus. Jetzt machen wir hier drüben gleich schon mal einen Stopper dran. Auf den hier, da bleibt sie dann nämlich gleich. Oder einmal davor sogar noch, ne? Man stoppt ja hier hin. Und wenn wir jetzt hier oben den Block abbauen, dann sollte sie eigentlich vorfahren. Traum! Da ist unsere Flying Machine. Und die geht dann halt praktisch von links nach rechts. Wir machen James Bond, tauchen unten durch und würde unser Bamboo abbauen. Genau, da bleibt sie dann stehen. Und zurückschicken würden wir sie dann halt über den Observer hier oben, wenn der getriggert wird. Und dann bauen sie wieder zurück und bleibt bei dem Ding hier an der Seite wieder stehen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Mechanismus, der das ganze Ding praktisch triggert. Und das machen wir einfach, indem wir zwei Blöcke nach hinten gehen. Das heißt, wir wollen ja, dass der hier flush ist mit dem. Dann haben wir... Wait, wo ist unsere andere Piste? Hier ist unsere andere Piste. Das heißt, wir wollen hier Obsidian auf der Höhe hier. Wir machen dann hier einen Observer, der erkennt, wenn die Flying Machine hier andockt, ne? Wenn die hier daneben steht, dann kommt dahinter ein Block. So, jetzt machen wir hier oben drauf Repeater mit ein bisschen Delay und dann den Repeater dran, eine Trapdoor und da hinten drauf Redstone. Träumchen. Jetzt können wir das Ding hier nämlich so machen. Zack. Jetzt wird die Flying Machine praktisch deaktiviert. Das heißt, sie würde einfach stehen bleiben, wenn sie hier hinten ankommt. Also wir können sie jetzt nochmal ganz kurz zurückschicken. So. Dann geht sie wieder zurück. Und jetzt sollte sie gleich eigentlich hinten an dem Ding stehen bleiben, ohne irgendwelche Faxen zu machen. Und auch ohne irgendwelche Blöcke mitzunehmen. Traumhaft. Richtig geil. Und wenn wir jetzt den Hebel umlegen, dann klappt diese Trapdoor runter, aktiviert die Flying Machine und sie fährt wieder zurück auf die andere Seite. Zack. Und there we go. Wir machen hier noch ein Delay ein bisschen höher, damit das nicht passiert. Und wenn wir die, wenn wir das Ding hier ausgeschaltet haben, dann kommt die Flying Machine praktisch an, aktiviert selbst diesen Observer und schickt sich wieder selbstständig zurück. Das heißt, sie würde hin und her fahren. Das ist praktisch unser Input, wo wir die, da schließen wir auch später eine Clock dran an. Und bei dem anderen, hier auf der Seite, machen wir das Ganze genauso, aber halt ohne den Ausschaltemechanismus. Wir wollen es nur ein Stück weiter zurückfahren lassen, ne? Also ich hätte die hier auch gerne Flaschen in der Wand. Deswegen bauen wir das einfach mal ganz kurz alles ab, machen das nach hinten und dann kann die Flying Machine auch da reinparken und später zurückfahren. Das heißt, der nächste Step ist jetzt alles innerhalb von diesem Bereich, also alles zwischen diesen ganzen Wänden, zu Dirt auszutauschen oder zu Grass, da unseren Bamboo anzupflanzen, das war hoffentlich richtig, überall Licht hinzumachen, damit der auch wachsen kann und darunter eine Minecart-Strecke zu bauen, die das Zeug einsammelt, dann noch einen Timer oder irgendeinen Mechanismus, damit die Flying Machine automatisch startet, wenn unsere Öfen leer sind. Hey, und dann sind wir so gut wie fertig.
fertig. Wir haben unsere Schienen komplett fertig. Wir haben unsere Hopper. Hier würden später unsere Bamboo-Stäbchen rauskommen. Das ist ein Traum. Ich habe jetzt hier gerade die Hopper anders angemacht, weil da kommen ja dann die Öfen und sowas noch mit dazu. Aber das wird dann alles an den Hoppern hier angeschlossen. Jetzt können wir die Grasschicht drüber ziehen. Einmal komplett hier oben drüber. Die Hopper-Minecarts holen, dafür brauchen wir 10 Stück. Und dann fahren die einfach die ganze Zeit hin und her und ernten für uns die Sachen ab. Und die Flying-Maschinen machen wir an, wenn irgendwie ein... Wir machen uns eine Pufferkiste und wenn die leer ist oder leer geht oder an bestimmten Threshold ist, dann schicken wir praktisch die Flying-Maschinen los. Also die ist dann daran gekoppelt und dann soll das, glaube ich, ganz gut sein. Also jetzt erstmal Gras holen und Bamboo anbauen. Wir haben unseren Bamboo angebaut. Langsam aber sicher. Er ist gerade dabei. Wir haben uns Light Level Overlay installiert. Hier können wir nämlich wunderschön einstellen, dass wir Secondary Light Level, Level 9 haben wollen. Das heißt, wenn wir jetzt F7 drücken, dann seht ihr, gelbes Kreuz. Er heißt Light Level 9. Das heißt, hier kann Bambus wachsen. Überall rotes kann Bambus nicht wachsen. Das heißt, wir wollen, dass alles hier drin gelb ist und Bambus basically überall wachsen kann. Das wäre ein Träumchen. Deswegen machen wir jetzt überall ganz viele Fackeln hin. Schauen, dass das funktioniert. Er muss natürlich auch nach oben hin genug haben. Ne? Also auch wenn er jetzt dann höher ist, dann sollte im besten Fall halt... Das hat er jetzt hier nicht. Aber hier muss jetzt auch Light Level 9 sein. Deswegen... ja, brauchen wir ganz viele Fackeln hier drin. Hehe, wird auf jeden Fall wild. Und wir schicken mal ganz kurz... auf Sneaky unsere Flying Machine los. Damit die jetzt schon mal aberntet. There we go. Alter, wie geil, bitte. Sagt ehrlich. Oh, das ist schon wild. Und da wachsen sie sogar schon nach. Und jetzt kommt er automatisch zurück. Wahnsinn. Und wir werden drüber springen. Wir werden drüber springen. Ha! Oh, let's go. Und jetzt haben wir den ganzen Bamboo, der sich gerade angesammelt hat. Und den können wir usen, um ihn hier anzubauen. Und dann ist alles fertig. Oh, und er kommt wieder zurück. Es ist so ein Traum, ne? Ey, sagt ehrlich, wie geil. Letztes Minecart, Freunde. Er soll losfahren. Er baut uns jetzt einmal zurück gleich. Hoffe ich. Hallo? Bau uns mal ganz kurz zurück, bitte. Ah! Und wir gehen aus dem Weg. Perfekt. Alright. Dann haben wir es geschafft. Und wir sind fertig. Heißt... wir können jetzt nach oben haben unsere ganzen Flying Machines da. Wir haben jetzt hier alles zu. Ich habe schon Obsidian mit reingebaut. Aller Bambus steht. Also die wachsen auf jeden Fall schon mal komplett bis nach oben. Und wenn wir jetzt Bamboo wollen, bei dem hier hinten müssen wir noch ein bisschen gucken, weil der, das, ja, das ist halt echt ein großes Problem leider. Vielleicht lassen wir die Minecarts noch ein bisschen weiterfahren. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so blöd. Weil die Flying Machine halt manchmal Bambus nach hier hinten rausschleudert in diese Kammer hier rein. Und dann ist es schwierig. Dann ist es ein bisschen doof. Und das müsste man halt irgendwie umgehen. Aber wir können die Flying Machine jetzt anmachen. Also sie fährt. Wir können hier oben ganz kurz rein. Vielleicht kommen wir sogar hier eben hin. Dann können wir Hebel umlegen. Und fährt sie los. Auch hier ist immer noch ein bisschen Bambus. Ja, das ist echt doof, ne? Da müssen wir gucken. Und dann fährt sie vor. Der ganze Bambus ist da. Der wird dann immer wieder eingesammelt von Minecarts. Hat man gerade gesehen. Ist ein Träumchen. Das Ding fährt wieder zurück. Und kommt dann gleich hier drüben eben wieder an. Und wir können unten an der Kiste unseren kompletten Bamboo abholen. Wenn wir gleich hier irgendwo rauskommen würden. There we go. Traumhaft. Und da sollte unser Bamboo drin sein. Alter, wie viel einfach schon. Das war jetzt zweimal vor und zurück oder so. Übel sick. Dann ist jetzt halt noch der Mechanismus. Wir müssen das irgendwie noch richtig umleiten. Und dann können wir hier aus unseren ganzen Kakteen das in Öfen leiten und daraus XP machen. Okay, Freunde, kurze Unterbrechung. Wir sind gerade bei den Gegnern. Oh, nee, eigentlich sind wir bei Joe, weil er uns gerade ein Event zeigen will, das er plant. Ich bin sehr gespannt. Wir haben es mit normalen Fallen. Ich habe hier quasi später ein Redstone-Netzwerk im Boden. Mhm. Und was mich einfach mal interessiert so ist, wenn ihr jetzt einfach mal so von den Positionen, die ich hier habe, mal auf den Target schießt und sagt, ab wann es gut ist und wann nicht gut ist. Ihr seht an den Lampen links, genau, und am Ton, wie gut ihr getroffen habt. An Ton habe ich nicht gehört. Ah ja, ich muss auch... Je mehr Töne, desto besser getroffen. Warum höre ich die Töne nicht? Auscast wegen unserem Lager. Ah, ja, 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 ja. Stimmt. Wie bitte? Wie bitte? Ja, weil das die ganze Zeit wimmelt. Da hat man keine Lust dazu. Oh, ich hab's euch gesagt. Euer Lager nervt. Oh, das war ein Bullseye. Oh. Block ist Bullseye. Also ab jetzt wird schwierig zu treffen, ne? Ja, also... Also ja, so gemittig halt sehr, vor allem. Ja. Ab hier. Das ist ja auch so ein bisschen Bloom. Also der Pfeil fliegt ja nicht immer genau dahin. Also ist halt ein bisschen ja. Random noch dabei. Mhm. Aber ich glaube, es geht. Also die Entfernung ist schon okay, doable, die Entfernung, noch. Ja gut, dann würde ich die mal so langsam nämlich reinschreiben. Und wie ist das mit Minecart? Meinst du, das macht Unterschied, wenn man da Minecart sitzt? Boah, noch nie probiert, aber bestimmt. Also die Idee ist, dass die Minecarts immer hier so kurz anhalten und dann darf man schießen und man kann auch währenddessen schießen. Hm.
Wir können ja mal ganz kurz einen kleinen Kampf machen zwischen euch beiden. Warte mal. Ich würde sagen, ihr dürft 5-mal schießen. Wir gucken dann, wer von euch beiden mehr Punkte hat. Mal einfach mal. Und ihr schießt beide von dieser Linie hier aus. Draufstehen oder dahinter? Du kannst auch draufstehen. Aber warte noch okay. kurz. Ich muss eben warten, bis es resettet ist. Du darfst anfangen, Max. Boah. Ach so, okay. Boah, den Pfeil gespalten hast du gerade. Ui. Jetzt noch 2, oder? Ui. Ich hab gezählt. Ich glaube ja, ne? Und jetzt relativ. Ja. Das müsste. Boah, okay. Close! Ja, schauen wir mal, wie viele Punkte das waren. Ah, noch nicht spoilern! Noch nicht spoilern? Okay, ja, warte, nee. Das System rechnet noch. Das rechnet okay. Ist das alles mit Redstone gemacht worden? Oh, alles Redstone. Das ist ja der Gag hier bei dem Game. Das wird kein optisch schönes Event, aber es wird alles ist halt full Redstone. Es wird keinen einzigen Command-Block hier geben. So. Das ist cool. Okay. Warte, warte. Deshalb müssen wir warten. Okay, ist resettet, du hast 5 Schüsse. Ich schieße. Oh oh. Oh, das ist ja heute. Oder? 3. Genau. 4. Und letzter Schuss. Das heißt, wir dürfen jetzt üben oder wie? Okay, kannst hochkommen. Nee, boah, ich will einmal jetzt ausgleichen. Das war so wenig. Also Uro, du hattest 38 Punkte. Und hier in dem Dropper sieht man, wie viele Punkte jetzt Cast hat. Wird noch gerade ausgerechnet. Geh hoch! Mach weiter! Nicht aufhören! Auch 38! Oh, unentschieden. Auch noch Gleichstand! Oh mein Gott! Golden Goal! Ihr habt ja, ich schon. Geschossen. Oh Mann. Crazy. Werden halt die Stromstärken hier addiert. Also die Stromstärken, die ich hier unten. Also ich habe hier so ein bisschen Redstone-Technik in den Boden reingehauen. Ein bisschen. Und da werden die Stromstärken halt addiert, die hier reinkommen. Ganz ungewöhnlich bei dir. Das ist geil. Echt? Nee, das ist echt ein cooles Event, glaube ich. Das könnte Spaß machen. Ja, ja, ja. Ich glaube auch mit dem Punktestand vor allem. Das ist, ich habe schon überlegt, wie man das ausmessen kann. Ob man dann sich so die Pfeile anschaut, aber so mit Punkte ist ja richtig cool. Ich bin gerade auf der Brücke und ich habe keinen Plan, was wir hier machen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber wir lassen es einfach mal überraschen. Und was ist das hier? Ich habe jetzt 42 Blöcke für uns und 42 Blöcke für euch im Inventar gerade. Und wir würden zu der Deep-Bedingung stellen, dass wenn ihr heute Abend den besten Spieler stellt, ihr die 42 Blöcke bekommt. Also wenn ihr heute Abend am besten abschneidet. Heute Abend beim Event wird es keinen Gewinner geben. Also jeder kann so viele Diamanten bekommen, wie er Punkte schießt. Aber für den Fall, dass aus eurem Team jemand die höchste Punktzahl hat, die höchste Punktzahl erschafft, würden wir unsere 42 Dias jetzt außerhalb Orga, außerhalb Eventplanung, das wäre jetzt einfach mal so eine Roleplayer-Absprache unter uns, ihr würdet 42 Blöcke von uns geschenkt bekommen. Einfach, um auch nochmal für euch ein bisschen Druck reinzubauen. Wir können ja nur Plus machen, oder verstehe ich gerade was nicht? Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir verlieren ja nichts, oder? Hä? Wir müssen uns mal ganz kurz besprechen. Ja. Wollt ihr mehr? Ich glaube, die trauen uns nicht. Ich glaube, die trauen uns ehrlich nicht. Oder wollen die mehr? Wollen sie mehr? Siehst du die Flares? Max. So, wir sind weit genug weg. Ja. Hä, wir können doch nichts verlieren, oder verstehe ich gerade was nicht? Ja, nee, wir können nichts verlieren. Wir können nur gewinnen, wenn dann. Dias von denen. Hä? Let's go, oder? Warte, verstehe ich gerade irgendwas nicht? Also auch wenn wir jetzt, auch wenn wir verlieren, dann kriegen wir die Dias einfach nicht. Aber wenn wir gewinnen, komm, hallo, mach doch mal richtige Sachen in meinem Hirn. Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir 42 Dia-Blöcke. Also ich würde da auf jeden Fall einschlagen. Ja, ich denke halt, vielleicht wollten die, weil die sind mit dem Game, die wären glaube auf 100 Dias unter uns oder so gekommen. Vielleicht wollen die da ein bisschen Ausgleich schaffen oder so. Deswegen, aua. Okay, dann lass uns zurückgehen und anschütteln. Okay, genug gelästert, Heiko. Ich hab keine Stimme und alles. Boah, das ist voll gemein. Oh gut. Komm, wir können euch auch ein Friedensangebot machen. Wir geben euch 9 Dias jetzt schon. Okay. Und dann trotzdem die 42 wirklich? Noch dazu. Oder nicht? Es ist also Space. Also ich würde es machen, ich finde es eine coole Idee. Ich fände es eine richtig coole Idee, wenn wir sagten, okay, wir machen das Event nochmal attraktiv, aber ich weiß auch nicht, die ganzen Leute schreiben, wir sind zu nett. Ach, keine Ahnung. Wirklich krasse Überzeugungsarbeit leisten gerade und wir haben uns jetzt schweren Herzens dazu entschieden, das Angebot anzunehmen. Ganz schweren Herzens. Das dachte ich mir schon, dass das eine ganz schwere Entscheidung wird. Dann haben wir 50-50, weil heute Abend werden keine Dias verteilt, oder? Doch, es werden Dias verteilt. Okay, wie viele? Wie viele könnte es geben? Es kommt, das Limit ist offen. Du kannst so viele Dias bekommen, wie du willst, je nachdem, wie gut du schießt. Es werden
Wie viel können wir werden geben, eine limitierte Anzahl an Schüssen haben, in einer limitierten Anzahl von Zeit. Du kannst Targets treffen, mit einem perfekten Schuss kriegst du 15 Punkte, mit einem schlechten Schuss bekommst du einen Punkt oder weniger. Du musst die Targets treffen. Je nachdem, wie gut du die Targets triffst, desto mehr Punkte kriegst du. Dann sehen wir uns heute Abend. Dann ist das hiermit besiegelt. Ja, kann man irgendwo unterschreiben, so? Waschmaschinenmäßig? Ich glaube, wir haben es geschafft. Falls ihr gerade nicht verstanden habt, es gab einmal dieses... doch, habt ihr verstanden, ne? Habt ihr verstanden, ihr seid smart auf YouTube, ihr seid geil. Wir haben unsere Bambusfarm soweit fertig. Das ganze Ding steht gerade. Wir haben unsere Hopper-Minecarts, die fahren, unsere Flymaschine, die gerade fährt. Hört man auch gar nicht laut oder so. Wir haben jetzt hier unsere Technik, mit der wir praktisch die Flymaschine starten und stoppen automatisch. Das heißt, das Ding ist jetzt einfach nur, die Flymaschine ist jetzt so lange, das ist halt nicht ganz so geil. Vielleicht sollten wir da irgendwie einen Kondensator oder so einbauen. Aber die Flymaschine fährt jetzt halt gerade die ganze Zeit, erntet da jetzt nicht so viel ab. Also jetzt halt immer nur so ein paar Bamboo oder so ab und zu, die sie jetzt hier mitnimmt. Vielleicht reicht das sogar, I don't know. Aber könnte auf jeden Fall relativ ineffizient sein, so wie es gerade ist, kann ich mir vorstellen. Und sie erntet jetzt eben so lange Bamboo ab, bis dieser Hopper hier drüben fast voll ist. Weil an dem Hopper lesen wir das Ganze aus. Das heißt, die unteren Hopper hier, die füllen sich gerade schon alle, wie ihr sehen könnt. Der hier ist der nächste, der sich füllt. Die und die hier sind schon fast voll. Danach füllt sich alles hier oben, also die oberen Hopper, von hier bis ganz nach hinten. Und dann staut sich es irgendwann hier. Und wenn der Hopper voll ist, dann ist geil. Dann geht das praktisch nach hinten. Und die Flymaschine geht wieder aus. Genau, dann geht sie aus. Und danach geht sie wieder an. Wird sehr wild. Wir sollten sie trotzdem jetzt, glaube ich, ausmachen und die erstmal so ein bisschen arbeiten lassen. Kann ich mir vorstellen. Also wir könnten jetzt... Okay, das bringt actually gar nichts, ne? Nee, bringt absolut gar nichts. Ja, wir sollten sie, glaube ich, jetzt trotzdem einmal ganz kurz ausmachen. Und einfach erstmal wachsen lassen, dann wieder abernten, wachsen lassen, wieder abernten. Und das machen wir jetzt ein paar Mal, bis die ganzen Hopper voll sind. Aber basically würde die Farm jetzt schon funktionieren. Also sie funktioniert auch schon und sie würde sich auch self-sustainen, hoffe ich. Das heißt, das hier geht alles voll. Währenddessen werden schon die Kakteen geschmolzen. Die Öfen sind gerade alle aus, bis auf der hier. Hier sammelt sich einfach nur Green Dye. Und das bleibt dann eben hier drin. Und danach machen wir das ganze Teil wieder an, damit es wieder nach unten geht. Am besten wäre auch, wenn hier schon überall 64 drin wäre. Und dann können wir eben später, wenn wir das jetzt haben wie hier, können wir hingehen und das Green Dye rausnehmen. Und dann kriegen wir die XP dafür. Nein, jetzt schmilzt der wieder. Das war ganz blöd von mir. Naja, egal. Jetzt wollen wir zwei Stacks davon. Und wir können das auch nicht... Oh nein, das ist richtig blöd. Ah, schwierig. Vor allem hat der noch gar keinen Output, ne? Der Arme. Aber er hat wenigstens Input. Naja, okay, genau so soll das ganze Ding praktisch funktionieren. Dann haben wir eigentlich XP, die wir die ganze Zeit rausnehmen können, wenn wir Bock drauf haben. Und eben unsere Tools reparieren. Auch sehr, sehr viel XP. Also ihr kennt es vielleicht von Basti oder von Trimix oder so. Cactus Farm ist schon actually relativ strong. Und das ist sehr geil. Das heißt, wir haben jetzt Kakteen Farm, XP Farm und Bamboo Farm.